Frau Sandmann, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen beabsichtigter schwerer Körperverletzung. Ihr Vorname ist Birgit. Sie sind am 18. März 1972 in Köln geboren und wohnen auch dort. Sie sind verheiratet. Ihren Ehemann Rüdiger Sandmann hat hier im Beistand zugelassen. Und Sie haben noch einen 18-jährigen Sohn, Martin. Das ist aber, glaube ich, das einzige Kind, was Sie haben. Was sind Sie vom Beruf? Arzthelferin. Die Anklage, Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte versuchte über Monate, die Beziehung ihres Sohnes zu dem erotischen Webcam-Model Luisa Runge zu zerstören. Schließlich schlich sie sich am 4. August 2010 in deren Wohnung, als das Mädchen gerade duschte, und warf eine Hantel durch die gläserne Duschabtrennung. Luisa Runge stürzte mit dem Kopf gegen die Fliesen und verlor das Bewusstsein. Die Angeklagte nahm eine der Glasscherben und ritzte ihr das Wort Nutte auf die Stirn. Luisa Runge wird dadurch auf Dauer erheblich entstellt sein. Birgit Sandmann wird daher wegen beabsichtigter schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Werden Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wollen Sie aussagen? Natürlich will ich aussagen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das Ganze hier soll. Schließlich habe ich diesem Flittchen das Leben gerettet. Frau Sandmann, bitte, warum sind Sie so schlecht, auf die Freundin Ihres Sohnes zu sprechen? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Diese Luisa, das ist ein Webcam-Luder. Die zieht sich im Internet aus und jeder Perverse kann ihr dabei zugucken. Und mein Sohn Martin, der ist auch auf die reingefallen, ja? Und jetzt spielt sie ihm die große Liebe vor. Dabei will sie ihm nur das Geld aus der Tasche ziehen. Ihr Sohn Martin ist ja noch Schüler. Ich meine, woher hat der so viel Geld für sowas her? Ja, also mein Sohn Martin hat im Mai diesen Jahres, ich meine Ende Mai, von seiner Oma 15.000 Euro geerbt. Mhm. Ja. Und genau darauf ist dieses Biest nämlich scharf. Die will ihm nämlich nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und prostituieren tut die sich nämlich auch noch. Ha, warten Sie mal. Kann ich Ihnen das auch beweisen? Noch? Ja. Woher wissen Sie das? Schauen Sie mal, das sagt ja wohl schon alles, das Bild. Aha. Woher haben Sie dieses Bild, Frau Sandmann? Ja, also mein Sohn, der Martin, der glaubt ja nicht, dass sie den nur ausnutzen will. Ja, und dann habe ich die ein bisschen beschattet und dabei habe ich dann beobachtet, wie die sich mit diesem Kerl da auf dem Bild getroffen hat und dem Geld zugesteckt hat. Sie erdreisten sich nach allem, was Sie der Geschädigten sowieso schon angetan haben, dann noch hinterher zu schnüffeln und sozusagen Stalking zu begehen. Ist das wahr? Also entschuldigen Sie mal bitte, meine Mandantin übernimmt hier nur die Aufgaben, ja, die eigentlich Ihre Aufgaben wären. Ja. Wenn ich mal gerade auf das Foto zumindest Bezug nehmen darf. Außerdem habe ich gar nichts gemacht. Ich habe die beiden in der Wohnung von draußen gehört, wie die sich gestritten haben, ja? Und da flogen die Fetzen, das kann ich Ihnen sagen. Also. Ja. Da flogen die Fetzen, Entschuldigung, wo denn? Wo sind Sie denn jetzt gerade? Sie sind doch jetzt nicht bei einem Streit zwischen der Geschädigten und dem Mann auf diesem Foto, das wir gerade gesehen haben. Sie sind doch jetzt wieder am Tatort und am Tattag. Da haben Sie ja schon der Polizei von einem Streit berichtet, den es gegeben haben soll zwischen der Geschädigten und deren Arbeitskollegin, der Mandy Conte, wenn ich da richtig informiert bin. Vielleicht gab es den. Und die Mandy Conte war in der Wohnung, aber irgendwann ist die auch wieder gegangen. Und dann hatten Sie freie Bahn. Und dann haben Sie sich in die Wohnung geschlichen und dann haben Sie die Hantel durch die gläserne Duschabtrennung geworfen. Und Sie haben die Freundin Ihres Sohnes schwer verletzt. Waren Sie dabei, Herr Römer? Warum sollte meine Mandantin sich denn so lange um die Geschädigte kümmern, bis dann letztendlich der Arzt auch kommt, den sie selbst gerufen hat? Sie wäre doch, wenn sie Täterin wäre, sofort geflüchtet. Frau Tasic, wenn Ihre Mandantin so hilfsbereit wäre, wie sie hier tut und wie Sie auch so tun, dann wären Sie doch viel früher in die Wohnung rein, dann wären Sie doch viel früher dazwischen gegangen. Sie müssen das doch gehört haben. Die Haustür stand offen. In dem Moment, in dem ein anderer die Duschabtrennung mit dieser Hantel zerschmettert und zerstört, da müssten Sie etwas mitbekommen haben. Haben Sie aber nicht. Ja, klar. Ah, hallo. Klar, die Wohnungstür, die stand offen, ja. Aber ich habe den Krach ja erstmal gar nicht wahrgenommen. Ich musste erstmal gucken. Draußen war vielleicht ein Krach dran. Der kam auch noch mit dazu. Da war nämlich eine Abrissbirne zugange. Genau in dem Moment. Ja. Was für ein Zufall. Ja, das kann ich auch nichts für. Das ist doch Quatsch. Direkt neben dem Wohnhaus, das wissen Sie aus den Akten, direkt neben dem Wohnhaus der Geschädigten war diese Baustelle. Und der zuständige Bauleiter hat bei der Polizei nämlich noch zu den Akten gegeben, ausgesagt, wenn Sie Akten, sind doch Ihre Akten, müssen Sie doch eigentlich kennen. Ja, doch gesagt, dass eine Abrissbirne da ist. Die Mandantin sagt doch die Wahrheit. Nicht durchgehen. Ach. Natürlich. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein. Dann möchte ich mit der Geschädigten beginnen. Frau Runge, bitte, und Sie nehmen bitte neben Ihrer Verteidigerin und neben Ihrem Ehemann Platz. Frau Runge. Geht's? Ja, danke. Was man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Luisa. Sie sind 24 Jahre alt, wohnen in Köln. Was sind Sie jetzt vom Beruf? Ich arbeite als Webcam-Girl. Und Prostituierte. Ich habe dich doch mit deinem Zuhälter gesehen. Also bitte. Was willst du denn von mir? Ah. Frau Sandmann, Sie sind im Moment nicht dran, ja?
Mit Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Frau Runge, bevor Frau Sandmann gleich wieder auf dieses Thema zu sprechen kommt, fange ich damit an. Ich habe hier so ein Foto. Können Sie uns sagen, wer dieser Mann auf diesem Foto ist? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Also ganz bestimmt nicht mein Zuhälter, weil ich nämlich keine Prostituierte bin. Ist klar. Ich kenne den Mann gar nicht. Ich habe dem wirklich nur Geld gewechselt da. Ja, und ich weiß auch gar nicht, warum du mich überhaupt verfolgst. Warum ich dich verfolge? Ganz einfach, meine Liebe. Weil ich Beweise sammle, dass du unseren Martin betrügst. Ich habe mir nämlich deine ekelhafte Show im Internet angeschaut, ja? Ach. Und wenn du dich privat mit den Leuten auch noch triffst, mit diesen Männern, ja, dann bist du eine Prostituierte. Das ist so ein Quatsch. Ja, ich verkaufe meinen Körper nicht. Ich habe Spaß daran, ihn zu zeigen. Und wenn ich damit dann noch ein paar Euros verdienen kann, warum nicht? Also. Ja, warum machen Sie das überhaupt? Ich habe in den Akten gelesen, Sie haben Abitur, könnten noch was ganz anderes machen. Vor allen Dingen erstmal eine normale Ausbildung. Ja, also das hat sich nach meinem Abitur halt so ergeben. Ich musste auf einen Studienplatz warten. Und ja, dann hat mich mein Nachbar Silvio angesprochen, ob ich nicht gerne diese Shows machen wollte. Und ja, jetzt schiebe ich das mit meinem Studium so ein bisschen vor. Das Wort bisschen streichen wir mal. 5 Jahre, ne? Mhm. Frau Runge, wie muss man sich diese Webcam-Auftritte denn letztlich vorstellen? Und wie ist das organisiert insbesondere? Ja, also der Silvio, mein Nachbar, der macht das mit seiner Schwester Mandy zusammen. Und der hat in meiner Wohnung Webcams installiert, also in verschiedensten Räumen. Und lädt dann diese Videos auf einer Internetplattform hoch. Mhm. Und die User können sich ganz normal einloggen und zahlen dann per Videoklick. Und ich glaube, 60% des Geldes geht an die Internetplattform, ein bisschen was an Silvio und ja, der Rest geht an mich. Ha, als ob du nur diese Webshows machen würdest, meine Liebe, ja? Ich habe mich mal eingeloggt, um zu sehen, auf was für ein Luder unser Martin da reingefallen ist, ja? Und unter dem Namen Sexy Luisa lädst du die Lustmolche auch noch ein, vor der Kamera mit dir perverse Sachen zu machen, meine Liebe. Ja. So sieht's nämlich aus. Irgendwie muss ich die Leute ja anlocken, damit die überhaupt meine Videos angucken. Und ja, zum Beispiel gibt's die Möglichkeit, dass der Meistklickende mit mir ein Date machen kann, Kaffee trinken, gratis mit vor die Kamera darf. Aber da gibt's jetzt keinen Sex. Also der darf mich vielleicht ein bisschen ausziehen, einölen oder sowas, aber ja, ansonsten läuft da nichts. Und seitdem ich Martin kenne, mache ich die Dates auch nicht mehr. Da mache ich nur noch die Shows und alleine. Und da bin ich auch echt kürzer getreten, weil ich ihn liebe. Ach, weil du ihn liebst. Du weißt doch überhaupt nicht, was Liebe ist. Hör mal, du verarschst den Martin doch von vorne bis hinten. Du willst doch nur an sein Geld. Sein Geld ist mir doch völlig egal. Ich habe erst einen Monat, nachdem wir zusammen waren, erfahren, dass er die Erbschaft überhaupt gemacht hat. Also ich liebe ihn und sein Geld ist mir wurscht. Was will ich sagen? Wie haben Sie den Sohn der Angeklagten überhaupt kennengelernt? Also Martin hat sich auch erst nur meine Videos angeguckt. Und irgendwann war er halt der meistklickende und ich habe ihn zu einem Date eingeladen. Mhm. Wo wir auch nur Kaffee getrunken haben. Die Angeklagte, Frau Runge, hat gesagt, dass sie da zwar war an dem Nachmittag, aber dass sie erst dazugekommen ist. Sie selbst habe sie nicht verletzt, sondern sie habe noch mitbekommen, dass es eine heftige Auseinandersetzung gegeben habe zwischen ihnen und der Menti Conte. Vermute deshalb, dass die Menti Conte dahinter steckt. Warum ging es bei dieser Auseinandersetzung? Ja, also Mandy war total angepisst, hat irgendwas davon geschwafelt, dass ich hier die Kunden klaue, weil ich die meisten Klicks hab. Und ja, ist dann irgendwie komplett ausgeflippt in meiner Wohnung. Und ich dachte mir, ich muss mir das einfach nicht bieten lassen und gehe einfach demonstrativ duschen und lass sie stehen. Ja, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich in den Armen von Frau Sandmann liege, mein komplettes Badezimmer voll Blut und mir tut alles weh. Also, haben Sie öfter solche Auseinandersetzungen mit Mandy Kund? Ja, die ist ständig irgendwie, schiebt die eine Welle, weil sie es halt in einem Geschäft überhaupt gar nicht bringt. Also deswegen glaube ich auch, dass Frau Sandmann unschuldig ist. Ach. Weil wenn sie nicht gewesen wäre, wer weiß, wie lange ich da gelegen hätte. Ich wäre wahrscheinlich verblutet oder sonst irgendwas. Ach komm, du brauchst hier gar nicht so rumzuschleimen. Auch ohne deinen Schleim kann ich hier beweisen, dass ich unschuldig bin. Das wird aber nicht ganz einfach, Frau Sandmann. Das es ist auch nicht einfach, Ihre Aufgabe, sondern es wäre mal Ihre. Also, denn warum wird es nicht einfach? Weil die Mandy Conte, die Sie jetzt versuchen hier zu verdächtigen, die wurde nicht am Tatort von ihrem eigenen Bruder gesehen und die wurde auch nicht mit Schnittwunden an den Händen gefunden, so wie das bei Ihnen war. Ja, aber sie hat mir aber ständig gedroht, dass ich ihr nicht in die Quere kommen soll. Und also, sie hat auf jeden Fall einen guten Grund, meinem Aussehen zu schaden. Ich meine, Sie können sich ja mal ansehen, wie ich jetzt aussehe. Ich kenn das. Ja.
Das ist die Scherbe, mit der man ihre Stirn derartig malträtiert hat. Ne? Natürlich schon eine schlimme Sache, ist klar. Aber ich meine, im Gegensatz zum Staatsanwalt, Frau Runge, sind wir beide uns doch einig, dass Mandy Conte dahinter steckt und nicht die Mandantin. Sie haben es ja vorhin schon gesagt. Und zwar einfach deshalb, wollte sie mit diesen hässlichen Narben sie versehen, damit die Kunden alle zu ihr überlaufen. Das ist doch ganz klar. Frau Tasic, mir kommen da gleich die Tränen. Wir haben es doch gehört. Ihre Frau Sandmann, die hat sich mit ihrem Sohn ganz, ganz massiv gestritten an diesem Tag, weil sie wollte, dass die Beziehung endlich, die sogenannte Beziehung zu ihr, beendet wird durch ihren Sohn und dass er nicht Omas kleines Erbe noch mit dieser Frau durchbringt. Das wollten sie nicht. Und ihr Sohn hat uns selber gesagt, bei der Polizei. Sie sind dann losgefahren und haben sich mit dem Satz bei ihm verabschiedet: Der Schlampe werde ich es zeigen. Ja, mein Gott. Das war doch eindeutig, oder nicht? Ach, was? Ich wollte nur mit ihr reden, damit die endlich den Martin mal in Ruhe lässt, ja, und dem nicht weiter verarscht und ihm wehtut. Mehr nicht. Jetzt komm, jetzt beruhig dich mal, Birgit. Ach, Mann, aber geht's doch, ja? Du könntest mich auch noch ein bisschen mehr unterstützen hier. Mensch, das wird alles geregelt. Frau Richterin, meine Frau ist wirklich ein Lämmchen. Sie wäre gar nicht in der Lage, so eine Tat durchzuführen. Sie ist viel zu weich. Genau das Weiche hat mein Sohn von ihr geerbt. Ach so, ja. Und das ist ein Grund, warum man sich nicht um die Zukunft von unserem Martin kümmern kann, oder wie, ja? Du kannst die ganze Sache doch hier wohl nicht auf sich beruhen lassen. Da muss man doch was unternehmen, Junge. Also, ich glaub's nicht. Ach, Frau Sandmann, Sie müssen endlich mal einsehen, dass Martin erwachsen ist. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Und er will mit mir zusammen sein, weil wir uns lieben. Ach, Liebe, du weißt doch überhaupt nicht, was Liebe ist. Wir wollen es nicht vertiefen. Sie weiß mit Sicherheit, wie es vor der Webcam geht. Noch Fragen an die Zeugin Runge derzeit? Nein, danke. Dann möchte ich mal Ihren erwachsenen Sohn kennenlernen. Martin Sandmann, bitte, und Sie nehmen an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Herr Sandmann, hier vorne ist gerade für Sie frei geworden. Nehmen Sie bitte Platz. Und wenn Sie sitzen, sage ich Ihnen, dass man bei Gericht die Wahrheit zu sagen hat. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Martin ist Ihr Vorname, Sie sind 18, wohnen in Köln. Richtig, ich wohne in Köln. Allerdings wohne ich nicht mehr bei meiner Mutter, weil seitdem sie das angetan hat, bin ich jetzt zu meiner Freundin gezogen. Das scheint für Sie schon festzustehen? Ja, auf jeden Fall. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Schüler und gehe in die 12 Wochen Gymnasium. Als Sohn der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen Sie Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ich werde auf jeden Fall aussagen. Und du bist diesmal echt zu weit gegangen. Ich meine, du mutterst mich schon immer noch, wo ich 18 Jahre alt bin, als wäre ich 5 Jahre. Und dann fängst du auch noch an, meine Freundin dazu zu traktieren. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Gott, Martin, mach doch mal die Augen auf. Merkst du denn nicht, dass die nur geldgeil ist? Nur weil du dir diese Hirngespinste einbildest, musst du die dann niederschlagen oder was? Warum sind Sie so sicher, dass nur Ihre Mutter als Täterin in Frage kommt? Denn zumindest Ihre Freundin verdächtigt, nämlich Mandy Conte. Ja, also, das ist totaler Quatsch. Ich meine, wir haben uns am Tag der Tat am Morgen gestritten und da wollte sie mir einfach die Beziehung zu meiner Freundin endgültig verbieten. Ja. Und natürlich habe ich ihr gesagt, ich lasse mich davon nicht abbringen, weil ich sie über alles liebe. Und dann ist sie total ausgetickt und hat gesagt, ja, dieser Schlampe werde ich es noch zeigen, ist abgehauen. Und das deutet alles darauf hin, dass sie es gewesen sein muss. Sagen wir mal so, sie ist auf jeden Fall auch noch am Tatort gewesen. Es ist ja, der Hintergrund ist ja, dass ihre Mutter große Angst hat, dass sie von Frau Runge nur ausgenutzt werden. Wir wissen jedenfalls von Luisa Runge, dass sie kennengelernt haben über eine Webcam-Show. Wie kommt man als 18-jähriger Schüler eines Gymnasiums auf solche Seiten? Ich meine jetzt nicht technisch. Das Problem ist, also ich habe noch nie einen leichten Stand bei Mädchen gehabt und auch gerade die Mädchen in meiner Schulklasse haben gar kein Interesse an mir gezeigt und klar, dann geht man natürlich auf solche Seiten und ja, dann habe ich halt Luisa gesehen und ja, ich habe dann auch sofort ein Date bei ihr gewonnen und wir haben uns getroffen und sofort ineinander verliebt. Also sie ist halt das pure Glück für mich. Martin, bitte, Liebe, die weiß doch gar nicht, was Liebe ist, meine Güte, guck dir die doch mal an. Die ist doch so abgezockt. Die will doch nur an dein Geerbtes. Sieh das doch mal ein. Genau wegen solchen Sachen, Mama, habe ich keinen Bock mehr auf dich. Echt. Weil, ich meine, das ist schon schlimm genug, dass du eine Beziehung verbieten willst. Und dann tust du dir noch so etwas an. Das ist absolut scheiße von dir. Echt. Also, Herr Sandberg, um das mal klar zu sagen. Ihre Freundin Luisa sagt ganz klar, Mandy Conte war's. Ja? Und ich vermute eher, dass Sie das hier als persönlichen Rachefeldzug gegen Ihre eigene Mutter verstehen. Dass sie endlich mal in Ruhe lässt, dass sie machen können, was sie möchten. Nee, also ich starte doch hier kein Rachefeldzug oder so. Ich sage das, was ich weiß. Und ich weiß, dass meine Freundin mich nicht nur wegen des Geldes will, sondern weil sie mich wirklich liebt. Und wieso können Sie sich da so sicher sein?
Weil ich ihr erst von dem Geld erzählt habe, nachdem wir 29 Tage und 8 Stunden zusammen gewesen sind. Ach Martin, bitte. Das sagst du doch jetzt nur, damit deine Luisa hier in einem guten Licht dasteht, ja? Mach doch mal deine Augen auf. Deine feine Luisa ist eine Prostituierte. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Du kannst mir sagen, was du willst. Ich glaub's dir sowieso nicht. Bitte. Das sowieso ist das Problem. Ihre Mutter hat uns nämlich dieses Bild vorhin gezeigt. Sie ist ihrer Freundin gefolgt und hat sie mit diesem Mann gesehen. Wissen Sie zufällig, wer das ist? Nee, also diesen Mann kenne ich nicht. Schatz, kann es sein, dass du Probleme wegen deinem Beruf hast, dass du ihn aufgeben willst und deswegen Probleme bekommen hast? Nein, ach Schatz, mach dir keine Sorgen. Lass dich von deiner Mutter nicht verrückt machen. Ja, ich kenne ihn absolut gar nicht. Ich habe dem Geld gewechselt. Und Martin, der Mann ist ihr Zuhälter. Also wer auch immer. Jedenfalls wollte ihre Mutter sie vor der Luisa Runge beschützen, weil sie sie von Anfang an für eine Prostituierte gehalten hat. Ja, sie ist doch keine Prostituierte und sie hat auch keinen Zuhälter oder sonst irgendwas. Das Einzige, was sie macht, sind diese Webcam-Shows. Sie tanzt da vor ihren Zuschauern und seitdem wir zusammen sind, hat sie auch keine Dates mehr mit diesen Leuten. Also Schwachsinn. Meine Güte, wenn die dich wirklich lieben würde, Junge, dann hätte die diesen Job schon längst an den Nagel gehangen und hätte sich was Vernünftiges gesucht. Aber das kann ich bei der Person da nicht sehen. Sie wird diesen Job aufgeben, weil ich ihr das Startkapital für ihr Sonnenbankstudio geben werde. Was? Genau. Sonnenbank? Sag mal. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Oh nein. Sonnenbank? Ich glaub's nicht. Hör mal, meine Mutter, deine Oma hat ein Leben lang hart dafür gearbeitet für das Geld. Martin, bitte nicht. Oma wollte, dass du von dem Geld studierst und deine Studentenwohnung finanzierst. Aber doch nicht für eine Sonnenbank. Ich bitte dich. Mama, ich werde sie heiraten. Was? Martin! Herr Sandmann, was soll denn das jetzt werden, wenn es fertig ist? Jetzt hält mich niemand mehr auf. Nein. Schatz, willst du meine Frau werden? Oh Gott. Also ich habe nicht jeden Tag, Gott sei Dank, Martin, in meinem Saal irgendwelche Heiratsanträge und ich kann mir auch romantischere Orte vorstellen. Sag mal, Martin, spinnst du jetzt völlig? Glaube ich ja wohl nicht. Ich fass es nicht. Komm, jetzt bleib mal locker. Bleib mal ruhig. Locker bleiben? Hallo, locker bleiben? Wie kannst du so seelenruhig dabei zugucken? Hallo, das geht doch nicht. Jetzt bleiben Sie mal friedlich. Und die Jungverlobten müssten eine kurze Trennung verkraften. Martin, kommen Sie bitte wieder nach vorne. Was soll denn das? Mein Gott. Aber ich bin froh, Frau Vorsitzende, dass die Frau Sandmann da drüben keine Hantel in Reichweite hatte. Sie liegt ein bisschen weit weg, sonst hätte das hier böse enden können. Frau Römer, das soll denn dieser Kommentar? Ich bitte Sie, sie ist nicht gewalttätig, das wissen Sie auch. Sie ist einfach nur besorgt um ihren Sohn. Tut mir leid, da hatte ich gerade einen ganz, ganz, ganz anderen Eindruck, wenn Ihr Ehemann Sie nicht festgehalten hätte. Sie wären doch beinahe losmarschiert, oder nicht? Können Sie dann später ein Plädoyer äußern? Das ist eine unqualifizierte Bemerkung mitten im Bericht. Sie sind gewalttätig. Noch Fragen? Dann Zeugen Sand. Nein, danke. Dann möchte ich mit der Kollegin der Geschädigten fortsetzen. Mandy Conte, bitte. Nehmen Sie bitte neben Ihrer Neuverlobten Platz. Bleibt unvereidigt. Frau Conte, nehmen Sie Platz. Aber dass mir das da hinten einigermaßen züchtig bleibt, ich habe keine Webcam hier auf. Frau Conte, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigt, müsste 55. Frau Conte, Ihr Vorname ist Mandy, Sie sind 26, wohnen in Köln. Was sind Sie jetzt vom Beruf? Webcam Girl. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja. Frau Conte, die Luisa Runge wurde ja am 4. August 2010 unter der Dusche angegriffen und schwer verletzt und vor allen Dingen auch noch mit einer Glasscherbe erheblich entstellt, indem man ihr das Wort Nutte auf die Stirn geritzt hat. Warum waren Sie an dem Tag auch dort bei Luisa? Ich war an dem Tag bei Luisa, weil wir uns gestritten haben. Sie ist ein abgezocktes und durchtriebenes Miststück. Sie versucht mit aller Kraft, mir meine Kunden abzuwerben, mich in den Ruin zu treiben. Ja, genau. Ich kann nichts dafür, dass die Leute lieber mich sehen wollen als dich. Was ärgert Sie so an den Internetauftritten von Frau Runge? Naja, dass sie ihre Shows halt immer perverser gestaltet. Um die User zu locken, lässt sie die Zuschauer an ihren Shows teilnehmen. Und wenn sie dann immer noch nicht genug Videoclicks bekommt, dann trifft sie sich mit den meisten Usern auf ein sogenanntes Taschengeld-Date. Taschengeld-Date. Aha. Was dürfen wir darunter verstehen, zumal die Beträge, die die Herren der Schöpfung in der Tasche haben, sehr unterschiedlich sind? Ja, das bedeutet einfach, der meistklickende Zuschauer darf Luisa privat treffen. Und natürlich muss der Kunde auch dafür blechen. Und was sie dann mit denen anstellt, wenn die Kameras aus sind, das will ich gar nicht wissen. Und den Kleinen hat sie doch dort drüben auch so kennengelernt. Da hörst du's, Martin, da hörst du's. Die steigt für Geld mit den Typen in die Kiste. So eine ist deine Luisa. Sie ist doch überhaupt gar nicht so, wie du sie darstellst. Bei unserem Date lief doch auch nichts. Ja. Ja, dann hat sie sich doch da schon über den Tisch gezogen, Kleines. Also. Wenn wir mal gerade bei diesem Übertischziehen sind, habe ich auch noch ein hübsches Foto im Grünen. Haben Sie diesen Mann auf dem Foto schon mal gesehen?
Wird wahrscheinlich einer ihrer Privatkunden sein. Die treibt's doch mit jenen, die macht vor keinem Halt, der Geldblech. Hab ich doch gewusst. Also sowas muss ich mir doch von dir überhaupt gar nicht anhören. Also, seitdem Martin da ist, hab ich keine Dates mehr und ich hab auch niemanden mehr in die Sendung eingeladen. Ich mach nur noch die Show alleine, das ist es und das war's. Lüg doch nicht rum, du Isa. Du warst und du bist im Außendienst. Du wolltest ihn am Anfang sogar erst an mich abtreten, weil du ihn so widerlich fandest. Schatz, glaubt er kein Wort. Die will mich echt nur fertig machen. Ich finde zwei Frauen, die sich nicht mögen, ausgesprochen hilfreich für die Wahrheitsfindung bei Gericht. Deshalb hätte ich es von Ihnen gerne noch mal genauer gewusst. Was hat Ihnen die Geschädigte über ihre Beziehung zu Martin Sandmann gesagt?